Wir haben gesagt, BIM kann alles, BIM ist kein Werkzeug, BIM ist eine Philosophie. Und damit haben wir einfach eine komplett falsche Erwartungshaltung erzeugt. Komplett falsch. Ein Gipfeltreffen von Leuten, die sich in der Baubranche mit den richtigen Themen beschäftigen. Die Veranstaltung als Ganzes war extrem fresh organisiert. Wir hatten echt Spaß miteinander hier in der Location mit den Leuten. Die Mischung aus Startups und aus well-placed Companies. Toll. War ein cooles Setup. Wir machen das nächstes Jahr wieder mit euch. Die Expo Real digital aufgesetzt. Unsere Zielgruppe sind Industrieunternehmen. Und da haben wir schon den einen oder anderen hier vor Ort getroffen. Ich sag mal Mittelstand, gehobener Mittelstand. Aber wir haben auch das eine oder andere DAX-Unternehmen hier gehabt. Die Qualität der Termine, die wir hatten, die Qualität der Gespräche und auch der Gäste ist ja hochkarätig. Also für uns war es sehr erfolgreich, war sehr gut und können wir auf jeden Fall empfehlen und würden auch wieder dabei sein. Mir hat am besten bisher gefallen einfach die Themenvielfalt. Ich habe schon super viel bei den Digitalisierungspanels mitgenommen, aber auch den Fokus auf Nachhaltigkeit. Ich glaube, wir werden am Ende des Tages nicht drum herum kommen, dass die Bauwirtschaft sich massiv verändern muss und sollte, weil wir ansonsten so nicht mehr weiterbauen können, wie wir es heute tun. Am Ende ist der Construction Summit ein Format, was die Leute zusammenbringt. Relevante Player, auch sehr hochkarätig, auf C-Level-Ebene miteinander ins Gespräch bringen lässt. Und ich glaube, das ist enorm wichtig. Wir brauchen ja quasi einen Paradigmenwechsel. Das sind ja nicht nur diese kleinen einzelnen Bausteine, die man auch in der ESG-Logik ja immer hat, diese einzelnen Kriterien, die einzelnen Themen und Zielstellungen, die man abarbeitet. Aber im Prinzip müssen wir alles zusammen in dieser Ganzheitlichkeit denken und wirklich als Branche eine neue Idee von Bauen und Entwickeln auch auf den Weg bringen. Und am Schluss wäre es mir persönlich auch wichtig, dass wir wirklich Daten auf Dauer festhalten, dass es eine Pflicht dazu gibt, dass Daten gespeichert werden, dass ich auch in der Zukunft noch darauf zugreifen kann. Denn das ist genau der Punkt, warum wir gerade alle hier sitzen und sagen, Bestand können wir nicht analysieren, ist schwierig, wir wissen gar nicht, was drin ist. Bitte, es muss verpflichtend sein, dass es für die Zukunft festgehalten wird. Gebäude leben lange, es passiert sehr viel im Lebenszyklus mit dem und wir müssen das nachverfolgen. Für uns als Bauherr sehr interessant, um die neuen Innovationen aufzunehmen. Für uns ist es wichtig, einfach auch zu sehen, was außerhalb unseres Kosmos passiert, was wir für uns adaptieren können, damit wir für uns halt effizienter, effektiver, nachhaltiger, wirtschaftlicher unterwegs sind. Und da haben wir viele Kontakte geknüpft, die wir perspektivisch auch weiter vertiefen können. Spannende Geschichte. Construction Summit ist für mich ein Ort, wo wirklich neue Innovationen zusammenkommen, wo man sich auf Augenhöhe austauschen kann, wo man wirklich jeder für sich aus der ausführenden Szene, der planenden Szene, der Bauherrenorganisation Themen aufgreifen kann, die wirklich am Puls der Zeit sind. Man ist so projektbetrieben, dass man eigentlich raus muss und sich mal zwei Tage so Themen zu widmen. Und dafür ist der Construction Summit super. Der Construction Summit ist der Herzschlag von was gerade los ist, komprimiert in zwei Tagen. Ich hatte sehr hohe Erwartungen, aber die wurden getroffen. Das ist für mich ein Event der Vernetzung. Letztes Jahr schon und dieses Jahr noch ein Stückchen mehr. Nächstes Jahr bin ich nochmal dabei. Hier war wirklich alles dabei, vom klassischen GU, aber auch größere Projektentwickler, Planungsbüros. Also 100% der Gespräche waren wirklich Zielgruppe. Der Construction Summit ist die coolste Messe im Bau. Ich bin nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei. Also ich bin auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder dabei.